Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von World of Tanks. Eigentlich sollte jetzt die Runde starten und ihr solltet jetzt eigentlich sehen, wie ich die erste Runde von Ansturm spiele. Jedoch wurde ich mit diesem schönen Bildschirm hier begrüßt und den wollte ich euch einfach mal zeigen, weil ich bin jetzt offiziell vom Spiel anerkannt ein Veteran. Keine Ahnung, wann das reingekommen ist, aber auf jeden Fall gibt es jetzt hier diese schöne Titelübersicht. Und da ich halt seit 12 Jahren World of Tanks spiele oder schon dabei bin, bin ich halt im Rang Veteran drin, genau mittig, gefällt mir. Und habe dafür eine Stufe 5er Premium-Panzer bekommen, den Panzer 4 F2. Gefällt mir. Gut. Ansonsten kriegen wir irgendwie anscheinend noch ein bisschen mehr Zeug. Marken für Dienstjahre. 14. Wieso 14, nicht 12? Ich meine, danke, aber. Hä? Okay, 1,5 Millionen Kreditpunkte. Sehr schön. 3000 Anleihen, alles klar. Ein großes Buch. Drei. Wow. Okay, das gefällt mir gut hier. Das kann ich gerne jeden Tag bekommen. 3 Tage Premium, okay. 20 Dingens hier, 20 Dingens davon, 20 Dingens hiervon und die Medaille für 12 Dienstjahre. Das ist sehr geil. Seit 13. September 2011. Junge. Das ist schon tatsächlich irgendwie komisch, wenn man darüber nachdenkt. 2011 wirkt gar nicht so extrem lange her und dann ist es einfach 12 Jahre. Alles klar, okay. Gut, diese Medaille hier muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, wow, okay. Und Wappen für 12 Jahre. Schön. Zum Nachschub, nee, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Lass mich doch in Ruhe. Wichtige Events, die sie verpasst haben. Ah ja, klar, natürlich. Eigentlich lohnt sich für mich WoT Plus gar nicht, muss ich ja ehrlich zugeben. Für mich persönlich spiele ich zu wenig. Ich mache es aber trotzdem. Also. Bis November sind die gültig. Oh, das ist lange. Wow, ich kann mir sogar 2 Dinger hier holen unten. Krass. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Ich würde sagen, ich lasse das mal genauso offen. Ihr seht ja hier, was ich mir holen kann. Ich könnte mir entweder, aber ich würde sagen, ganz ehrlich, die da oben würde ich darauf verzichten. Egal, wie krass die sein sollen, ich weiß es nicht. Aber da das wäre eine ungerade Zahl, das gefällt mir nicht. Entweder holen wir uns 2 hiervon. Oder es gibt ja beim Äußeren bestimmt auch noch was Schönes. 2D-Stil und sowas. Ja, nee, lassen wir mal stehen. 3D-Stil für den Badger, okay. Den hier brauchen wir nicht, da haben wir ja den Zugskill mittlerweile. Nee. Ich glaube, hier reizt mich ausnahmsweise keiner von denen. Nee, eigentlich nicht so wirklich. Und anderes, das hier finde ich... Na, 500 Anleihen. Okay, wir könnten uns rein theoretisch 7000 Anleihen holen, was natürlich viel ist, aber da können wir uns auch einfach gleich direkt 2 Geräte da holen. Portokasse, ja, die finde ich halt lame dafür. Wäre natürlich nicht wenig, keine Frage, ne? Das sind ja auch... hier fast 4 Millionen Kreditpunkte. Ne, sind 4,2 Millionen, sorry. Aber weiß jetzt nicht so. Ein Freiwilliger. Hm, ja, naja, lohnt sich auch nicht. Das hier wäre geil, wenn es für eine Marke wäre. Dann hätte ich ein paar davon genommen, ehrlich gesagt. Aber für 3, weiß nicht, muss nicht sein. Das hier finde ich absolute Frechheit für einen Tag, einen Coin. Da hätten sie mindestens eine Woche machen müssen. Also das hier ist echt Schwachsinn. Und das hier finde ich auch, ehrlich gesagt, ziemlich Quatsch. Also, würde ich sagen, könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Ach nee, Moment. Ich darf nur einen davon kaufen, das habe ich gerade nicht gesehen, sorry. Ja, pass auf, dann machen wir es ganz einfach. Ihr schreibt mir rein, welches, so, weißt du was, komm, wir machen das mal so. Ihr macht mal so eine kleine Einkaufsliste. Da das ja eh ein paar Tage verfügbar ist hier, ne, warten wir damit, mit dem Kaufen, bis ihr mir sagt, was ich mir da holen soll. Ihr sagt mir bitte eins von diesen dreien hier. 3, genau. Also 3 halt deswegen, weil ich will belegen, ob ich halt die unteren 3 nehme. Die oberen 3 nutze ich halt eh nie, außer vielleicht den Richtantrieb. Aber wenn, dann würde ich eh einen von diesen 3 hier nehmen wahrscheinlich. Also ihr sagt mir einfach generell eine Einkaufsliste. Ein Zubehör, eventuell ein Zubehör von den beiden oder 3 hier, sorry. Äußeres gar nicht, weil da interessiert mich keiner. Außer ihr überzeugt mich krass davon. Und dann hier, macht mir mal so eine kleine Einkaufsliste und dann überlege ich mir, was ich davon nehme. Okay. So, Top-Angebot. Mal gucken, ob da irgendwas bei ist, was mich irgendwie interessieren könnte. Weil wir haben ja so ein bisschen Gold zur Verfügung, theoretisch. Ne, jetzt seit dem Battle Pass, Diamantenjagd. Es gibt einen neuen Battle Pass? Interessant. Seit wann?
Okay, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich meine, das ist Jason Statham und so, ist klar, ne? Ich finde, ich kenne die alle, aber ich weiß den Namen von denen ist leider nicht mehr. Oh Gott. Verdammt, ich kenne die Namen von den Schauspielern. Ist auch egal, komm, man kann sich nur blamieren. erst gucken wir uns gleich an. Mein Gott, das machen wir hier anstatt Ansturm. So eine richtige Update-Folge quasi von dem ganzen Zeug. Das ist das erste Mal seit dem Weihnachts-Event, dass ich das Spiel gestartet habe. Ne? Deswegen bin ich jetzt auch gerade mit so viel neuem Zeug überschüttet worden. Also nicht wundern. Ansonsten gibt es halt hier anscheinend ganz viel Zeug. Es gibt einen IS-2 geschützt bleiben Skin, aber ich glaube, den habe ich eh schon. Also von daher drauf geschießen. Dann gibt es hier ein Paket zum Rheinmetall-Skorpion, aber das interessiert mich gar nicht, weil ich habe den halt schon. Und ansonsten ist da hier nichts bei, okay. Aber wegen dem Battle Pass gucken wir gleich nochmal. Ansonsten hier Gold interessiert keinen. Aber wir klicken trotzdem mal kurz drauf, falls irgendwas ist, was ich jetzt irgendwie übersehen habe. Aber interessiert mich nicht. WoT Premium Zeit interessiert eh kein Schwein. Fahrzeuge ist wahrscheinlich nichts bei, was mich interessieren könnte. Hier ist noch ein Fury M4, aber naja, schön drauf geschießen. Der ganze Rest hier, ja, ne? Hier haben wir noch die 2D-Stile, die auch jetzt nicht so relevant sind. Wartung ist auch nichts Neues, logischerweise. Und dann haben wir hier natürlich noch die Anleihen. Aber das ist auch erstmal egal. Wie gesagt, die nächsten Anleihen werde ich eh wahrscheinlich für Panzer ausgeben. Da schauen wir mal, welche wir genau nehmen. Aber ich will erstmal hier die ganzen Anleihen-Panzer zusammen bekommen, bevor wir Zubehör sammeln. Bin ich ja ehrlich. Weil, naja, Panzer finde ich irgendwie immer wichtiger als das andere. Ja. Ansonsten. Ach, da wird man direkt mit dem schönsten Panzer begrüßt hier. Danke. Haben wir jetzt hier einen neuen Battle Pass? Wieso habe ich da oben links jetzt nur noch einen Strich? Meine Verbindung ist ja grauenhaft. Warum? Das ist ja traurig. So, trotzdem möchte ich mal ganz kurz eben nachgucken nach Feldpost. Update 1.23.1 ist da. Schauen wir uns ganz kurz eben an. 6 brandneue japanische schwere Panzer sind bereit. Ach lol, die haben jetzt einfach so random, also für mich gefühlt ohne Ankündigung. Also ich meine, ich habe das zwar mitbekommen, aber einfach jetzt die neuen Heavy Reihe reingepackt. Krass. Mein Gott, sollte ich vielleicht eigentlich eventuell noch ein bisschen Erfahrung da reinsetzen? Ah, mit 460.000 kann ich mir keinen 10er holen. Ey, lol. Ich komme nicht hinterher, Leute, Mann. Ihr macht zu viele Reihen. Schild doch erstmal ein bisschen hier. Okay, ansonsten mit ihrer gut abgeschrägten Panzerung und robusten Türmen, bla 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 bla. Aber das klingt nach einem Panzer, der mir gefallen könnte, weil erstens finde ich diesen Kanonenstil irgendwie ziemlich cool. Der gefällt mir ganz gut. Auch der rechts hier sieht auch geil aus. Die Panzerreihe sah generell cool aus. Und zugegebenerweise, es ist ein robuster Turm, ein vielseitiger Nahkämpfer, da haben die mich schon. Das klingt nach genau meinem Stil. Ansonsten haben wir hier Ansturmsaison des roten Pegasus. Jahresbelohnung, dazu gehört die besondere Version des CS63 mit einem umwerfenden 3D-Stil und besonderen Besatzungsmitgliedern sowie andere coole Sachen. Schön. 3 neue Karten, Sonderausgaben, die Karten Austernbucht, Stutzianki und Außenposten bieten ein erfrischendes Erlebnis. Bla bla bla, tolle Gegenstände für Anleihen, der Laden, blablabla, genau, neue Kampfmodifikatoren. Für noch mehr Spannung sorgen 3 neue Kampfmodifikatoren der Saison des roten Pegasus, die den beiden bestehenden hinzugefügt werden und noch aufregendere Gefechte versprechen. Mhm. Schön. Ansonsten gibt es hier noch die Neubalancierung von niedrigstufigen Fahrzeugen. Ein bisschen Balance-Arbeit haben sie gemacht. Ansonsten hier 11 niedrigstufige Fahrzeuge im Bereich der Stufen 2 bis 4 wurden überarbeitet, um ihre Eigenschaften anzugleichen. Diese Änderungen sollen das Spielerlebnis für Neuansteiger im Allgemeinen verbessern, wenn sie World of Tanks beitreten. Zugleich können sich unsere erfahrenen Spieler auf neue Spielelemente freuen, die ihr Erlebnis in World of Tanks verbessern werden. Ja, das ist auch geil, wenn ihr das schreibt, aber nicht sagt, welche Panzer. Sehr nett übrigens. Ansonsten, wenn wir auf Forschung gucken, 2 bis 4, ich wüsste jetzt nicht, wo wir da genau nachgucken sollen, aber ob jetzt einfach nur die Werte geändert wurden, ob da irgendwie auch komplett neue Module drauf sind, aber worauf ich jetzt, achso, oben an der Spitze, ja, worauf ich gerade versuche zu achten, ist, ob da irgendwo das Elite-Zeichen weg ist. Aber die scheinen alle noch auf Elite-Status zu sein. Das heißt also, da ist zumindest nichts Neues bei. Ich gehe jetzt einfach mal bei irgendeinem deutschen Panzer Stufe 3 drauf. Nee, es gibt anscheinend, also ich weiß nicht, ob da irgendwie neue Module drin sind, auch das könnt ihr immer gerne schreiben. Da will ich mich jetzt auch gar nicht zu lange mit beschäftigen. Und dann schauen wir doch mal ganz kurz nach. Bevor ich das jetzt hier alles mache, genau, wegen der Dinge hier oben erstmal, ne? Das ist ja schon mal das Wichtigste. Special Diamantenjagd. Okay, ich kann eh nichts drücken. Ja, ist doch egal. Mhm. Den Panzer haben wir abgegriffen.
Jetzt müssen wir nur noch einen Abnehmer finden. Ich würde doch gerne lauter machen, aber ich kann das Ding hier nicht mehr. Ah, jetzt ging's. Ich habe gerade eben die ganze Zeit aufgedrückt. Aber ich würde sagen, das Video könnt ihr euch selber angucken. Die 3 Minuten sparen wir uns jetzt. Hallo? Hallo? Ich darf nichts drücken. Boah, ich hasse das, wenn die Menüführung nicht funktioniert. Leute, was habt ihr denn hier für Scheiße gemacht? Toll. Ich kann hier nicht rauskommen. Ich kann nichts drücken. Hallo? Ich habe jetzt mal kurz minimiert. Eine Frechheit. Ich glaube, ich habe das Spiel gerade getötet. Oh, jetzt ist es weg. Okay, cool. Also halten wir fest, das Video hat erstmal kurz mein Spiel getötet. Das ist nice. Okay, nett. Danke. Okay, da sind wir wieder. Das hat sich gerade erstmal kurz alles hier selber getötet irgendwie. Aber ist ja nicht so schlimm, wir sind jetzt wieder da drin. Also, Diamantenjagd. Schwer ist zuverlässig. Dieser Battle Pass wurde von einem Film und den darin auftretenden, einprägsamen Personen inspiriert. Bla, 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 bla. Ja, ja. Es ist eh alles nur irgendwelche komische, bezahlte Scheiße, die man hier hat. Also ganz ehrliche Inspiration und sowas könnt ihr euch sonst wo hinschieben. Das ist eh alles gelogen. Ich meine nur. Aber ich will euch da natürlich jetzt nichts absprechen, ne? So, Diamantenjagd. Bullet Tooth Tony... Nomad, ein Premium-Fahrzeug. Mit dem verbesserten Pass. In 13 Tagen ist das Kapitel zu Ende. Ach, guck mal an. Es gibt nur einen einzigen Pfad, diesmal nicht mehrere. Das finde ich aber auch viel besser, als wenn du da diese 3 komischen Pfade hast. Also das ist viel, viel angenehmer. Lieber jeden Monat einen eigenen, als immer dieses 3-für-3-Monate Ding zu haben. Also ganz ehrlich, das ist deutlich, deutlich geiler. Wie teuer sollte denn dann sein? 3.500 war das, ne? Oh, das können wir, finde ich, können wir machen, oder? 500.000 Kreditpunkte. Ja, okay. Wobei, die Ratgeber sind schon eigentlich ganz nice. Die universellen Fragmente kann ich zumindest noch gut gebrauchen. Es gibt einen Panzer, einen Stil, ein Besatzungsmitglied. Also eigentlich haben die mich beim Panzer schon bekommen. Finde ich okay. Ich finde, das können wir machen. Also... kaufen wir uns den. Diddle-diddle, verbesserter Pass gekauft. Geil. Schön. Werde ich wahrscheinlich aber nicht schaffen, deswegen müssen wir es auf jeden Fall dann freikaufen. Aber natürlich ist am besten so wenig wie möglich, weil das wäre sonst ein bisschen teuer. Was ist denn das? 86 Karat Diamant. Wahnsinn, Junge. Krass. Oh, der hat sogar eine eigene Sprachausgabe. Nice. Der gute Winnie. Ansonsten wollte ich mal ganz kurz gucken, diese komischen Medaillen, kriegt man die jetzt eigentlich, sind die jetzt eigentlich für hier? Weil hier sind ja nur diese, ich nenne es jetzt mal Badges, diese Abzeichen so. Aber wo sind nochmal diese komischen Medaillen? Sind das jetzt nur für, ist das jetzt nur für den Wehrpass oder für wo sind die? Weil hier stehen die ja, glaube ich, ne, alle. Oder sind die noch woanders aufgelistet? Ich weiß es gerade nicht. Weil hier sind jetzt ja nur die ganzen Auszeichnungen, Erinnerungsabzeichen, bla bla. Okay. Ja, ja, wird schon passen. Ja, hier sind die Dinger drin. Okay, alles klar. 12 Dienstjahre. Ein Spezialabzeichen vom allerfeinsten, Junge. Was haben wir hier noch für die geile Dinger? Was ist denn zum Beispiel... Was war dieses Hyperion-Ding? Einmalig für alle Gefechte im April 2014 verliehen. Operation Nostalgie. Gewinnen sie ein Gefecht mit dem Mörser Karl. Kann ich mich null dran erinnern. Oh ja, hier Autofußball war auch ganz witzig damals. Auch 2014. T62A Sport. Mhm. Das ist quasi Rocket League gewesen. Mein Gott. Was es da alles gibt, du? Das ist für alles noch relativ neu. Hier, die sehen so ein bisschen älter aus. Prime Gaming, ja, okay, Wahnsinn. Ah, Wahnsinn. Okay. Mhm, nice. Okay, das habe ich hier eh nicht. Gibt es hier noch irgendwas, was ein bisschen älter ist, was man so mal irgendwie angucken kann kurz? Ja, das sind alles so neuere Sachen. Mhm. Stark, stark, stark. Irgendwie ist es ja... Warte.
Stimmt, stimmt, das gab's ja auch mal. Das habe ich ja voll vergessen. Es gab damals, also ich meine, für die, die es nicht wissen, ist, man konnte damals Teammates anschießen. Dann, also ich meine, logischerweise haben die dann Leben verloren, wer hätte das gedacht? Und was du auch machen konntest, war, wenn du zu oft geschossen hast, dann wurdest du halt blau markiert, dann werden deine Lebenspunkte, dein Name und du auch auf der Karte, wurdest du halt als blauer Blip markiert. Also du wurdest halt einfach mit einer blauen Farbe dargestellt, ja? Und wenn Teammates dich dann töten, kriegen die dafür keine Strafe, weil die im Endeffekt einfach nur einen Teamkiller getötet haben. Also da war halt Griefing auch noch eine ganz andere Sache, ne? Wenn da mal jemanden irgendwie doof gekommen bist, hast du dir erstmal 3 Schüsse gefangen. Und als die Franzosenpanzer rauskamen damals, da war das Ganze dann in den ersten paar Wochen so übel, weil du mit einem einzigen Magazin Teammate komplett runterrattern konntest. Das war dann halt so ungefähr der Punkt, wo die Leute sich gedacht haben, Team Damage ist scheiße, lass mal vielleicht lieber nicht machen. Und wann das genau rausgenommen wurde, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass das halt dann ab da auf jeden Fall sehr stark gehasst wurde. Davor war es immer nur so ein okay, ist ein bisschen ärgerlich oder mal doof, mal hast einen Idioten dabei, aber seit dem Franzosenpanzer war das ganz, ganz übel. Naja, ja, und da hast du dann halt auch, wenn du 50 Runden, wie man hier sieht, keinen Schaden an Verbünden gemacht hast, hast du auch Kampfeskumpel als Medaille bekommen. Nicht wundern, warum das nur so selten kommt, weil selbst das kleinste Rammen oder irgendwas in diese Richtung hat den Freund schon Schaden gemacht. Also es war ein ganz anderes Spiel tatsächlich. Ansonsten haben wir hier 95 mal Meisterschütze, okay. Wurde vorher Schein der Version 8.11 verliehen. Krass. Bölter-Medaille. Oh, den Namen erinnere ich mich sogar noch. Mit einem Panzer, Jagdpanzer mindestens 7 Fahrzeuge oder mit einer Selbstfallerfette mindestens 10 Fahrzeuge innerhalb eines Gefechts. Habe ich 4 Stück von nur. Schade. Da gibt's schon geile Dinger tatsächlich. Ja, sehr schön. Okay, ansonsten, was haben wir hier noch? Einen Battle Pass. Ja, die habe ich natürlich jetzt nicht komplett abgeschlossen, die ganzen Kackdinger hier, ne? Kann man die eigentlich nachholen, theoretisch? Nee, ne? Weil die habe ich mich damals ein bisschen reingeschießen. Ist ja auch egal, wen juckt das? Egal, egal, egal. So, dann haben wir auf jeden Fall das alles jetzt. Meine Güte, viel zu viel Zeug. Jetzt gehen wir ganz kurz hier rein. Ansturm, auf geht's. Bis 19. Februar geht das. Okay. Saison des roten Pegasus. Seit gestern läuft er. Mhm. Ansturmladen. Oh, manche Skins davon sieht aber eigentlich ganz geil aus, muss ich zugeben. Steigen Sie im Rang auf, um Zugang zu einzigartigen Gegenständen für Anleihen und höhere Rabatten zu erhalten. Bla bla bla. Modifikatoren. Robustheit des Fahrzeugs ist um 25% erhöht. Abklingzeit ist nur noch die Hälfte. Hinzugefügte Modifikatoren, Bonusersteuerung auf 100 Meter minus 0,15 Meter, sichtbar bleibende Zeit ist reduziert von 10 auf 3 Sekunden, Radius der Nahbereichsaufklärung ist auf 25 Meter reduziert. Man sieht weniger, ist aber dafür robuster. Die neuen Karten sind Austernbucht, was ich nice finde, Stutz Yankee, okay, das hat ja auch einen Reverb bekommen, kann man machen, Außenposten, mhm, und Himmelsdorf in Neuentwicklung. Okay. Ist leider ausgeschlossen. Sehr ärgerlich. Aber nicht so schlimm. Mietfahrzeuge. Sie erhalten den Heavy AMX 54 7x7. Also, das ist mit einem Ende, lasse ich mal weg ganz zu zwecken, ne, weil das ist ja wegen Ansturm da am Stehen. Den CS63 und den CC3. Controcado 3. Schön. Sir, ja, Sir. Brauchen wir aber nicht, weil wir haben jetzt ja endlich unseren eigenen Medium, den guten Leopard. Ist das nicht toll? Ich hab den jetzt schon gern. Oh, alles klar. Ansonsten auch hier in... Ist natürlich wieder auf einem anderen Server verfügbar, danke. Ansonsten haben wir hier die Qualifikationsrunden. Die 10 Qualifikationen werde ich in den ersten... ich weiß nicht, wie viele Folgen wir machen. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall die ersten 5 Folgen definitiv Qualifikationsrunden. Die werden wir... Ich kann das jetzt mal mit euch zusammenplanen, weil ich weiß nämlich selber gar nicht, wann ich das machen möchte, ehrlich gesagt. Aber ich habe, wie wär's, wenn wir die erste Folge am 14. machen? Das seht ihr jetzt gerade wahrscheinlich. Dann am 19., am 23., am 27. und am 29.01. kommen jeweils die Ansturmfolgen für die Qualifikationsrunden. Dann ist Ansturm auch schon fast zu Ende. Ich werde nur noch ein paar Folgen danach voraufnehmen. Ansonsten nicht allzu krass viel davon zeigen. Weil bei Mirini war das Ganze ja auch schon eher nicht so geil bei den Zuschauern, sag ich mal, weil sich das dann irgendwann
zu viel von diesem einen Event kam, was ich ein bisschen komisch finde, weil damals habe ich Ansturm jeden Tag gebracht und es war trotzdem wie cool. Also machen wir so eine Mischung. Wir machen das Ganze dann schon mit genug Folgen, auch länger als dieser Zeitraum hier oben stehen wird, definitiv. Und ja, dann mal gucken, wie weit wir kommen, ne? Ihr könnt wieder das gleiche machen, wie auch bei den anderen letzten Ansturm-Saisons. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr schätzt, was für einen Rang ich erreiche. Einfach schreiben, yo, ich denke, du schaffst, keine Ahnung, du wirst auf jeden Fall Meister. Du bist der absolut krasseste, den ich kenne. Oder, ganz ehrlich, Junge, du wirst einfach Holz oder Dreck 5. So kacke bist du. Ja, also das könnt ihr mir gerne reinschreiben. Ansonsten, Belohnungen für Ränge haben wir einmal hier. Eisen ist das kleinste. Bronze, Silber, Gold, Meister und Legende. Wir fangen natürlich bei Legende an, weil wir sind ja eh krass, ne? Nein, wir schauen uns mal ganz kurz eben Meister an. Ist schick, auf jeden Fall. Ja, tatsächlich finde ich den Legenden-Skin gar nicht so krass wie den Meister-Skin. Gold. Silber. Okay, weißt du, was mir jetzt schon deutlich, deutlich besser gefällt als vorher? Auch wenn es immer noch ein bisschen so ist, dass es halt quasi weniger und auch wie so eine Skizze erst nur aussieht, ist es wenigstens jetzt so gemacht, dass du halt nicht den Skin fast nicht sichtbar hast, sondern auf jeden der Ringe einen Skin hast, der zumindest brauchbar ist. Ich meine, auf Silber, da kann man den ja sogar schon hier benutzen, ohne dass er halt komplett kacke aussieht. Also da haben sie schon mal eine große Verbesserung gemacht. Ansonsten, gibt's halt hier wieder die üblichen ganzen Kackdinger dazu, ne? Logisch. Alles klar. Dann haben wir hier die Jahresbelohnung. Da gibt's diesmal einige Saisons. Sie erhalten für jeden Rang, den sie am Ende der Saison innehaben. Okay. Zu Ende jeder Saison erhalten sie Pegasus-Farben entsprechend ihres erreichten Rangs. Für je 3 Pegasus-Farben wird die Qualität ihrer Belohnung verbessert. Okay, krass. Das ist auf jeden Fall interessant, bin ich ehrlich. Dass es da sowas dann auch jetzt noch gibt dazu. Nicht schlecht. Wochenaufträge, ja, die macht man halt eh nebenbei. Ansturm laden, schauen wir auch nochmal ganz kurz rein. Alles für online, super. Ach, guck mal, es gibt sogar jetzt mit Zugangsträgen, wenn die sogar blockiert, dann so. Verstehe ich, ist zwar natürlich ein bisschen ärgerlich, aber verstehe ich. Hier haben wir den schweren Sturmpanzer Skoda T-45, ein 7er Panzer. Finde ich nice, werde ich mir trotzdem wahrscheinlich nicht holen, außer ich habe am Ende keine andere Möglichkeit, was zu holen. Dann natürlich schon ganz gerne. Dann haben wir hier 3D-Stile bei Bronze, und zwar einmal den Aquilifierer, oder, nee, warte, wie heißt der? Aquilifer oder Aquilifer? Irgendwie sowas. Da ist es. Senatus Populus Romanus. Das Volk und der Senat von Rom. Entschuldigung. Ja. Also den zum Beispiel finde ich tatsächlich relativ langweilig. Das Einzige, was ich witzig finde, ist halt erstens diese Standarte. Oder hier diesen kleinen Skorpion, der da dran ist. Ansonsten finde ich den eher ein bisschen lame. Da ist der Mars damals aber schon deutlich geiler gewesen, den sie hatten. Nun ja, dann gibt es noch den Levanti-Otter. Oder Levant-Otter, keine Ahnung, wie man den aussprechen soll. Der ist für den T-100LT. Der ist eigentlich ganz schick. Okay, cool. Ob ich den für 3000 Anleihen hole, wahrscheinlich eher nicht, aber der wäre trotzdem ganz nett. Dann für den KPZ-50T zahlen wir 16.000. Einen 9er Mehrzweckpanzer der Deutschen. Würde mich tatsächlich sehr stark interessieren. Erstens, weil es ein Deutscher ist. Zweitens, weil es ein Medium ist. Drittens, weil es ist ein Deutscher. Ich finde seinen Geschützturm hier hinten irgendwie ganz witzig. Der ist cool. Okay, ja, den würde ich auf jeden Fall dann schon gerne haben. Ist natürlich sauteuer. Konzept 1B, der interessiert mich nicht. Der ist mich hässlich wie Scheiße. Aber sieht auch witzig aus. Schwerer Durchbruchspanzer. Ich brech gleich auch durch, Junge. 3D-Stil für Garmr. Für KPZ-50T ist Garmr. Oh, das Spiel hängt gerade ein bisschen. Hallo, Spiel. Danke.
Ja, also ich bin ehrlich, der Stil sah irgendwie in der Vorschau cooler aus, als er jetzt tatsächlich ist. Also ja, ist es ganz nett, aber irgendwie auch echt weird. Keine Ahnung. Aber ist mal was anderes. Sagen wir mal so. Und für den Concept 1B gibt es auch das Milton Park Skin. So. Aber ja, der ist ja noch komischer irgendwie. Wenn es nicht so ganz durchgängig ist. Ja, also weiß ich nicht. Die sahen erst cool aus, aber irgendwie sind sie es doch nicht. Und für 20.000 insgesamt ist das schon echt ein frecher Preis, muss ich sagen. Naja. Dann für Gold gibt es auch noch ein paar Dinge. Und zwar den Charlemagne. Einen 8er Heavy, einen schweren Durchbruchspanzer für 12.000. Ja. Reizt mich jetzt auch nicht so stark, muss ich zugeben. 114 SP2 ist ein chinesischer Jagdpanzer, Scharfschützenpanzer. Sieht auf jeden Fall nach einer Menge Schaden aus von der Kanone her. Aber, ja, für 20.000 sowieso eine Frechheit mal wieder. Ich meine, es ist ein 10er, ja, keine Frage. Ich weiß, aber 20.000 Anleihen, ich bitte euch. Das ist doch einfach schon wieder scheiße. Aber naja, ich bin natürlich, wenn wir das erreichen sollten durch irgendeinen Zufall und ich irgendwie, wie auch immer, an Anleihen kommen sollte in dieser Zeit, dann würde ich mir die wahrscheinlich trotzdem holen, weil es ein 10er ist. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich eher zum KPZ 50T tendieren, weil deutscher Panzer ein bisschen billiger und es ist auch ein 9er. Also, ne, ich meine ja nur. Ansonsten gibt es einen verbesserten Kompressor und einmal ein verbesserte Vorgelege. Ja, schön. Also finde ich eigentlich ganz okay. Ich finde die Preise nur ein bisschen zu hoch. Naja. Bestenliste natürlich sind jetzt hier wieder Leute mit 190 Gefechten nach einem Tag. Selbstverständlich, die machen nichts anderes außer das hier. Aber haben sie auch verdient, wenn sie Bock drauf haben, warum denn nicht? Cool. Und Jahresstatistik haben wir hier. Saison 1 ist beendet, da waren wir Rang Eisen in Division B. Ja, was soll man machen, ne? 37 Gefechte, ich dachte, ich hätte weniger gemacht. Krass. Mal sehen, wo wir diesmal landen, ne? Wie gesagt, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren reinschreiben, was ihr denkt. So. Meine Güte, das ist doch mal ein schöner Auftakt jetzt hier alles gewesen. Dann gehen wir in die ersten beiden Qualifikationsrunden und ich würde sagen, wir fangen einfach an, indem wir erstmal mit dem 60 TP Lewandowski-Jego ausgewählt ins Gefecht reingehen, weil das ist ja das, was wir eh schon vorbereitet haben. Und wir nutzen hier die direktive Munitionslager, weil davon haben wir 172 Stück. Die werden komplett benutzt für Ansturm. So. Meine Güte. Und ich wechsle kurz den Server und gehe in die Runde. Ensk. Eine nette Karte. Und wir haben deutsche Spieler mit dabei. Wir haben hier den Kamikaze-Hamster. Und Kumpeltod. Ich hoffe ja mal nicht, dass dein Kumpel tot ist, weil sonst hätten wir hier ein Problem. Achso, dein Kumpel ist gar nicht Kamikaze-Hamster, sondern Spooky. Natürlich. Ja. Ansonsten, was ich noch ganz kurz zeigen wollte, ist... Das ist, glaube ich, das erste Mal bei Ansturm, dass wir diese Wertungsanzeige der Spieler haben, neben den Panzern. Könnte, glaube ich, auch interessant sein. Leute, ich folge euch einfach mal. Aber es sieht aus, als würden die Heavys komplett nach links fahren. Die Frage ist, wie weit nach links wollt ihr gehen? Ich gehe mal noch einen weiter. Die wird in die Seite geballert, glaube ich. Oh, der ging wohl daneben. Sehr ärgerlich. Achso, Entschuldigung. Fahren Sie ruhig vorbei, der Herr. Ich wollte Sie nicht blockieren. Ich wollte einfach nur hier ein bisschen wobbeln. Okay, wir nutzen mal ganze 7 Munition. Ich habe die ja nun nicht jetzt nachgeladen beim zweiten Schuss, weil das ein Super Conqueror war. Beim ersten habe ich es vergessen. Okay, die fahren auf jeden Fall durch gerade, die Gegner. Leute, ich bin ehrlich, es gibt gerade ein Problem mit der Seite. Das gefällt mir alles nicht. Auch wenn hinten abdecken eigentlich das ist, was ich machen sollte, gefällt mir es hier gerade überhaupt nicht. Da ist auch ein AMX irgendwo. Kommt er jetzt von hier um die Ecke gefahren oder fährt er gar nicht ganz rechts lang? Da ist er. Ich wollte da vorne in die Wanne reintreffen. Egal. Das
Ist das gut in der Wanne? Ist nicht gut. Da oben ist gut. Hier oben ist gut. Es war zu spät. Ich hatte aber schon gedrückt gehabt. Okay, ich muss mal ganz kurz weg. Ja. Und ich stehe komplett beschissen hier, leider. Dum-dum-dum. Hätte schlechter laufen können. Irgendwie. Nicht. Belastend. Ja, muss ich da nicht durchschießen. Perfekt! Eine super Voraussetzung auf jeden Fall für die erste Runde. Tja. Und das zweite Gefecht. Das erste war ja eher ein bisschen schwierig, aber sorry, Leute. Ich habe seit 2 Wochen noch gespielt. Erstmal wieder reinkommen hier, ja? Wobei 2 Wochen, das stimmt nicht ganz. Sind durch 8 Tage oder so gewesen. Eine Woche. Ich habe jetzt mal den Leopard genommen. Das erste Mal einen Ansturm, dass ich hier beweisen darf. Fahren wir mit auf den Berg drauf oder fahren wir links lang? Wir sind von der Position eigentlich ganz gut, dass wir mit auf den Berg fahren können. Und eventuell könnten wir das sogar mit relativ wenig Schaden schaffen. Oder wir haben halt übelst Pech und kriegen gleich richtig reingeschallert. Ja, das war Nummer 1. Das lief okay. Das war fein. Ich fahre erstmal ganz kurz nach ganz oben. Weil da hinten ist mich gerade einer auch am Erobern. Da können wir eventuell mal kurz runter gucken. Und außerdem können wir uns das Ding hier holen. So. Kommunikationszentrale wird eingenommen. So, und einmal ganz kurz aufdecken. Da kommt mich ein Bad-Chat und ein Progetto von hinten. Und eine Faust da auch auf gefährlicher Hügelebene da hinten. Hier hinfahren kann ich auf jeden Fall. Klar, natürlich sehen die mich, aber ich sie wieder nicht. Klassiker. Das gefällt mir hier alles nicht. Ich müsste eigentlich hier hinten Druck aufbauen, denen halt irgendwie zu helfen, aber ich kann da nicht runterzielen. Ich will mich hier auch extra hier hinstellen, damit wir hier eventuell darunter ziehen können. Oh. Okay. Na, er konnte mich trotzdem treffen. Sehr schade. Nee, wieso von hinten? Stress. Wo kommt der denn jetzt her? Und wo kam der her? Wir sind doch 50 Mates auf dem Berg. Wo kam der jetzt her? Jetzt im Ernst, wie hat der das gemacht? Da war doch alles voll mit Teammates. Oh, ich hab nicht auf die Karte geachtet. Miese Prise. Ich muss mich mal ganz kurz hier ein bisschen hinterstellen. So, zack. Oh, der hat auf jeden Fall sehr gut kassiert. Nice, Leute. Der FV macht mich auch ein bisschen nervös, deswegen will ich gerade ein bisschen aufpassen hier. Ich kann versuchen, ein bisschen fortzufahren, um den Super Conqueror eventuell sein Leben auszurauben hier. Ja, die Frage ist natürlich auch, wo sich der FV hinstellt, ne? Das kann ja auch mal gefährlich sein. Nice, Leute. Da ist ja eine Bot-Shuttle, yo!
Warum ziele ich nie? Wieso mache ich immer das einfach mit so schießen? Boah, das muss ich mir so dringend abgewöhnen. Das mache ich jedes Mal. Und ich weiß auch nicht warum. Weil ich mir überdenke so, jo, ist ein safer Shot, den kannst du nehmen. Aber nee, das ist halt Schwachsinn. Mach mal lieber nicht, mein Freund. Okay, jetzt soll nicht in die Seite schießen, bitte. Danke. Gehen wir mal ganz kurz mit Capturen. Okay. Aber ansonsten war das doch eigentlich eine solide Runde. Die erste Runde vergessen wir einfach mal, weil ganz im Ernst, da habe ich halt ein bisschen reingeschieselt. Kann ich den irgendwie treffen? Ne, ist ein Steineball, ne? Hätten wir doch. Na, sehr gut. Aber nice Team, Leute. Nice Team. Macht es Sinn, die zu nutzen? Ja, macht Sinn. Okay. Na, guck mal, doch noch alles wunderbar gelaufen. Ich würde sagen, da wir nicht so häufig eine Ansturmfolge bringen und auch nicht täglich wie damals, ich glaube, wir machen das tatsächlich bei den Qualifikationsrunden ein 5-5-Verhältnis. Besondere Belohnung, Blaupausenfragment. Ui. War aber eine gute Runde. Gefällt mir. Wenn das jetzt immer so sein würde mit so einer Runde, dann wäre ich voll dabei. Aber der Leopard hat direkt schon mal gut funktioniert. Das mit dem 60 TP, das ist nie passiert. Ne? Das habe ich auch gar nicht gesehen. Ihr habt es nicht gesehen. Alles super. Ne? Es ist gar nicht existent gewesen, die Runde. Gut. Und zack, instant gefunden. Easy. Pilsen. Hier wechseln wir auf die Maus, weil die Maus einfach edel ist. So, die dicke, fette Maus. Auswahl bestätigen. Huch, ich kann das Menü gar nicht wegmachen. Ich muss das hier mit angucken. Interessant. Also wenn hier das Overlay, das Interface, das kann man nicht wegmachen. Call me bot. Okay, Tub. Okay, Finn bei 1945, alles klar. Stand 0007. Oh, und plötzlich haben wir einen Zug. Der gute Marius. Achso, falsche Seite. Mein Fehler. Ich habe, weißt du, fast eine Minute Zeit, mir die Karte anzugucken. Komplett ignoriert. Ja, stark. Ich bin so langsam, das ist so toll. Das Gute ist, mit den zwei Jagdpanzern an unserer Seite kann ich sogar ein bisschen vorfahren, weil die beiden dürften ordentlich reinballern bei den Gegnern. Das könnte bestimmt richtig lecker aussehen gleich. So, mal kurz rüberfahren, weil wir werden natürlich ein bisschen durchpushen hier, ne? So, Herrschaften, Sie sehen mich jetzt. Dann könnte ich mir vorstellen, oh, wir stehen eigentlich ganz gut, oder? Dann schießen Sie doch mal bitte. Geht das so? Wobei, jetzt werden die halt angeschossen. Eigentlich wollte ich euch ein bisschen Deckung geben. Jetzt müsste ich mal ganz kurz einmal drehen. Jetzt wird er mir einmal ganz kurz reinschießen, aber ist egal. Hier, Leute. Oh, ich stehe nicht schräg genug oder zu schräg? Nicht schräg genug. Okay. Zu schräg. Okay, das ist gerade schlecht. Gut. Ich will nur, dass die Schüsse an mich hier verschwenden, dass unsere Teammates hier schießen können. Aber der ist schon fast tot. Das ist natürlich ärgerlich. Und wenn wir die halt nur hier festhalten... Ne, irgendwie kriege ich zu viel Damage. Schade. Das hat sonst sehr gut funktioniert, aber gerade leider nicht so gut. Wir verpissen uns mal ganz kurz. Ah, ne, ich kriege hier nur Hits rein. Aber warum? Stehe ich zu schräg irgendwie? Sonst waren es doch so... 30 bis 45 Grad oder nicht? Ja, okay, für den Schicht zu gerade. Ach Mann, das hat sonst immer sehr, sehr gut funktioniert hier alles. Okay. Also von den Kugeln her war ich hier zu schräg. Der war ärgerlich. Der hier war halt noch zu wenig. Der hier ist eine Frechheit. Ah, keine Ahnung, es war irgendwie nicht so gut. Ich habe das irgendwie anders vorgestellt. Naja, da machst du ja nichts.
will jetzt ihn aber nicht blockieren. Ich bin halt noch ein bisschen am Grübeln, das ist schlecht. Mi Frendo. Wollen Sie bitte nicht hinter uns stehen? Oh Gott! Okay, das ist noch schlechter. T110, ich will jetzt echt keinen Stress machen. Aber ich habe gerade echt ein Problem hier. Holy motherfucker Roni, das ist gerade eine enge Situation hier. Schade. Das war's für uns. Raus hier. Ich wollte mich jetzt extra umdrehen wegen dem bei Medium. Hab gar nicht mitbekommen, dass die Heavy durchgepusht sind. Ja, wenn wir, weißt du, was ist auch okay? Wenn wir eine schlechte Runde und eine gute Runde immer haben, ist nice. Aber der ganze Anfang war leider ein bisschen schwierig. Ich dachte eigentlich, ich kann da gut den Tank spielen, während, also wortwörtlich, während die anderen dann halt Schaden machen können. War eigentlich der Plan. Aber irgendwie habe ich nicht den richtigen Winkel gefunden. Sehr schade. Ich glaube, hätten wir den richtigen Winkel gefunden, hätte das Ganze ganz anders ausgehen können. Naja. Und diese Runde war leider nicht so gut. Aber ich denke mal, wir sind wahrscheinlich so Fünfter. Wenn ich jetzt schätzen müsste. Ha! Siehste, gut geschätzt wenigstens. Und noch besser, wenigstens haben wir alle reingeschissen. Dann ist es wenigstens auch ein verdientes Gruppenversagen, weißt du? Dann ist es nicht so schlimm. Weil dann liegt es nicht nur an mir, sondern an uns allen. Irgendwie haben wir halt alle reingeschissen. Und das ist immer nice, ne? Weil entweder gewinnen sie alle oder halt keiner. Weil wenn halt jetzt beispielsweise nur ich und ein Teammate, wenn wir zu zweit richtig reingekackt hätten und die anderen aber voll gut gespielt hätten, dann hätten wir die ja quasi mit in den Abgrund gezogen. Wenn die aber selber auch scheiße waren, dann ist das, finde ich, irgendwie wieder fair, ne? So, pass auf, hier wäre jetzt entweder Jagdpanzer R100 geil für hier schön da stehen. Wenn der aber außen jetzt hier mit seinen Jagdpanzern kommt, wäre natürlich der Leopard auch geil. Oder wir gehen frontal mit der Maus hin. Aber dann das gleiche Spiel wie gerade eben, wenn die halt außen rumfahren, bin ich halt am Sack. Ich tendiere tatsächlich zum Leopard. Aber wir haben keine Heavys sonst. Deswegen wäre die Maus halt auch überlegungswert, weil wir haben schon drei Medium. Ich nehme die Maus tatsächlich. Und dann stellen wir uns irgendwie hier hin. Und hoffen aufs Beste. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann ist auch nicht so schlimm, ne? Nochmal so als kleiner Mini-Disclaimer für die Leute, die hier natürlich jetzt immer denken, so, okay, ein Sturm rankt oder sonst irgendwas, da muss man reinschwitzen, ne? Denkt immer dran, ich spiele aus Spaß. Und, wenn ich jetzt halt irgendwas probiere oder einfach mal nicht so gut gespielt habe oder auch die krasseste Runde meines Lebens haben sollte, dann ist das halb so wild, ne? Also ist alles jetzt irgendwie nicht so kritisch zu sehen, ne? Denkt immer dran, das hier ist in 2 Monaten eh jedem scheißegal. Weißt du, nur weil ihr jetzt da irgendwie dann, keine Ahnung, eine Medaille bekommt, ist es für euch persönlich geil, aber auf lange Sicht gesehen wird das keinen großen Unterschied machen. Nice. Und wenn du sowas halt liest, hier denkst du ja auch mal so, hä? War das natürlich ärgerlich für unseren Scout? Das war's mit ihm. Der ging voll durch ihre Panzerung. Hat krass geklatscht bei ihm. Da fahre ich definitiv mit nach vorne. Sehr gut, da ist ein VZ. Ein Studi-VZ. Okay. Aber ich kann ihn da leider nicht durchdringen. Sehr ärgerlich. Ich versuche übrigens mit Absicht so zu stehen, weil der auch noch von da... Ich habe so ein bisschen so mittig, so ist okay. Sehr gut. Vielleicht nochmal neu benutzen. Einfach so früh heilen wie möglich. Weil vielleicht hilft es ihm irgendwie, auch wenn er weit weg steht. Der ist down. Der muss fliehen. Dann gehen wir jetzt ganz kurz hier hin. Und helfen unserem Team mit von hinten.
Viel mehr war leider nicht drin, mein Freund, aber es müsste trotzdem reichen. Noch ist ein IS-7 da, wollte ich gerade sagen. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht wegcrashen. Ich wollte mich nur hier ein bisschen drehen. Er verlässt natürlich den Kreis. Ach man, was ist nur aus dem guten alten Capturen geworden, Leute? Wir hätten eh schon fast gewonnen. Ah, wegen 2-3 Damage wollen sie es wieder jetzt irgendwie hier verlassen. Ja, weiß nicht. Sehr schade irgendwie. War aber eine gute Runde. Ich sag ja ganz ehrlich, wenn eine gute und eine schlechte Runde dabei ist, dann ist das fein. Für mich. 50% Erfolgsquote zu haben, finde ich, ist definitiv ein wahrscheinlich sehr gutes Ding. Und das dürfte uns eventuell auch genau in die Mitte des Ranges bringen, so. Warum denn nicht? Da kommt CS. Mach mal Lucky Lucky da hinten. Ich hätte doch einfach capturen sollen. Ich sag ja, es ist komplett sinnlos, nicht zu erobern, Leute. Das hat sich gar nicht gelohnt, Mann. Ist das schade. Bonk. Ich hätte einfach alleine erobern sollen oder so. Keine Ahnung. Ja, weiß ich. Okay. Ah, schade leider drüber. Naja. 3781 Damage und 1050 geblockt. Fast noch volle Leben. Ich hätte quasi alleine capturen können, so gesehen. 6 Überlebende im Team. War eine fantastische Runde. Sehr schön. Guillaume heißt er. LOL. Ich schwör's, ich habe noch nie im Leben den Namen Guillaume gesehen. Aber vor kurzem, das war vielleicht vor, keine Ahnung, 4 Tagen oder so, habe ich mir das angeguckt. The Devil's Plan auf Netflix. Und da war natürlich ein Guillaume bei. Das ist sehr interessant, wenn man das jetzt plötzlich nochmal sieht. Belohnung erhalten. 5 Mann und ein Hund. Gut, dass es ein Hund ist und kein Blondine, sonst hätten wir ja ein ganz anderes Szenario. Okay, und 3 Tage Premium. Auch eine schöne Runde. Nice. Nice, 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 nice. Okay, dann gehen wir in Runde Nummer 5. Austernbucht. Außenbruch ist schwierig, weil hier wäre ich eher voll bei Leopard. Weil es vor allem auch ziemlich viel Fahren ist hier. Aber da der Capture Point hier ist, wäre natürlich ein Heavy da an der Ecke und so weiter auch gar nicht mal so schlecht. Also auch hier wieder dasselbe Prinzip. Ich könnte hier auch wieder... Don't pick Leopard hier, pick another Mate. Ich habe keinen anderen Mate. Dann nehmen wir den Super Conqueror. Gefällt dir das besser? Ja. Fang doch nicht richtig wieder an zu beleidigen hier. Was soll denn das? Also ich verstehe halt nicht, was die Leute mal so... Die haben ein viel zu kurzes Temperament irgendwie. Die Zündschnur ist so kurz, du, als wenn ihr Silvesterfeuerwerk wärt, dann würden sich die Leute die Hände wegsprengen. Naja. Wer war das jetzt eigentlich genau? Dio Volente. Okay. Dio Volente ist unser CS63. Naja. Okay. Geil. Wir bremsen beide. Nice. Finde ich gut. Macht es Sinn, jetzt hier da hochzufahren, wo auch er steht, oder sollen wir lieber hier pieken? Einmal gucken, schadet nicht. Sehr gut. Oh, die fahren mit allen... Oh, die haben alle Heavys. Oh, das ist natürlich übel. Ich wollte nur sagen, dass wir da sind. Das war nicht zum Treffen gedacht.
Ich nehme mal ganz kurz eine andere Position ein. Weil von hier treffen wir nicht gut und die sind alle durchgepusht. Das kannst du auch vorher nicht wissen. Rechts ist auch noch ein anderer Panzer. Wir fahren mal ganz kurz hier hoch und versuchen dann hier so nach links zu schießen. Ob das irgendwie sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber wir sehen es gleich. Zu hoch. Es war auch zu wenig Trefferpunkte da. Egal. Pick Leopard. Nice. Und er heult wieder rum. Mein Gott, der hat einen Zweikampf verloren. Das entspann dich mal. Der hat einen TVP gehabt und hat halt gegen ihn gewonnen. Ah, da war der Stein. Das war mein Fehler. Sorry. Also, es gibt jetzt Schlimmeres, mein lieber CS. Außerdem bist du ja auch frontal da an der Front gestorben. Also, ich weiß jetzt nicht, was daran jetzt so Schlimmes. Ah ne, hier war das glaube ich gut, den nicht zu nutzen, ne? Egal. Ja, verschieben wir den noch mit. Ja, lohnt sich nicht mehr zu reparieren. Naja, gut. Also ich finde, war nur eigentlich eine okay Runde, war nur sehr gut, dass die Gegner da durchgepusht haben. Das haben sie auf jeden Fall gerockt, deine Front. Also Respekt, das haben sie wirklich gut gemacht. Aber ich bin froh, dass ich einen Super Conqueror genommen habe. Ich glaube, mit dem Leopard hätte man tatsächlich eher ein bisschen mehr Probleme bekommen. War okay. Ich meine, der hier ist zwar so eine kleine Pussy. Aber muss er wissen. Ich werde ihn auf jeden Fall mal einmal kurz eine Beschwerde reinhauen, weil unangemessenes Fall im Chat. Ich meine, das wird wahrscheinlich eh nichts bringen, aber warum denn nicht? Und dann werde ich ihn für ewig blockieren, weil mir der Typ egal ist. Ciao. So, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass wir das wahrscheinlich verloren haben, aber rein in der Theorie könnten die das rein vom Schaden her eventuell noch schaffen. Okay. Okay, okay. Der eine captured gerade das eine Dingen. Und das Objekt ist wahrscheinlich noch sehr weit weg. Also eventuell ist es gar nicht mal so schlecht, was die hier gerade machen. Die ES4 hat ein bisschen Pech leider. Na gut. Hilfe. Ach so. Oh, der steht schlecht, der ES4. Mm. 20 Meldungen, weil er einmal getroffen wurde. Cool. Ja, das ist nice. Ey, der hat 5 Kills, der Junge. Nicht schlecht. Ja, okay, der ES4 hat natürlich jetzt hart gelitten. 647 HP, ein Hit würde reichen und er wird sterben. Also rein vom Spielen her, finde ich, haben es jetzt bald, also er hat es verdient. Aber das gesamte gegnerische Team hat es eigentlich gut gemacht, deswegen finde ich, hat es mehr das gegnerische Team verdient, ehrlich gesagt. Ich glaube, der kommt irgendwie da, oder ist zurückgefahren. Ich hätte es zurückgefahren. Ah, siehst du, er kommt doch hier. Ha. Und tot. Oder? Kommt er denn nicht durch? Doch, er kommt durch. Aber hat er gut gemacht, finde ich. Also, er hier. Nicht schlecht. Cool. Das waren die ersten 5 Gefechte. Geht tatsächlich sogar relativ fix. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Verlass Gefecht und so. Tada! 7000 Damage fast. Nice. Okay, cool. Rückblick auf das Jahr 2023. Gucken wir uns. Okay, Google. Stopp. Habe ich mit dem geredet vielleicht hier? Kannst du bitte mal die Klappe halten?
ich habe dich nicht angesprochen. Da muss ich mich jetzt für anmelden und alles. Ja, das machen wir mal irgendwie wann anders. Vielleicht oder auch vielleicht gar nicht, weil so interessant ist jetzt auch noch wieder nicht. Nun gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.